Herzlich willkommen zu einem Video zur Positivkorrektur. In diesem Video geht es um die Umsetzung der Korrektur einer Klassenarbeit, die positive, gelungene Übersetzungsleistung stärker in den Blick rücken will als die traditionelle Negativkorrektur. Das Konzept der Positivkorrektur wurde 1976 erstmals von Wilhelm Biermann beschrieben. Hier wird eine maximale Punktzahl für die Übersetzung eines Textes festgelegt, die der Anzahl der zu übersetzenden Wörter entspricht. Auch Wörter, die im Ad lineam-Kommentar angegeben sind, erhalten je einen Punkt. Damit die Punktevergabe überschaubar bleibt, erfolgt die Bepunktung nach Sinnabschnitten. Das sieht dann so aus. Der erste Abschnitt »Caesari cum id nuntiatum esset« enthält 5 Worte, also gibt es 5 Punkte. Der zweite Abschnitt hat 7 Worte, also gibt es hier 7 Punkte und so weiter. Wenn man die Abschnitte genauer miteinander vergleicht, fällt auf, dass einige leichter zu übersetzen sind als andere. Edat genavam per venit ist relativ leicht zu übersetzen, da es sich um einen kurzen Hauptsatzteil handelt. Pontem qui erat ad genavam iubet riscindi ist hingegen etwas schwieriger, weil ein Relativsatz eingeschoben ist. Um hier Gerechtigkeit in der Bewertung zu erlangen, werden zusätzlich zur Wortzahl Punkte für die Schwierigkeit des Übersetzens gegeben. Für diesen Sinnabschnitt gibt es also einen Schwierigkeitspunkt zusätzlich zur Wortpunktzahl 7. Auch Ubi de eius adventu Helveti certiuris facti sunt ist nicht ebenso leicht zu übersetzen wie Edat genavam per venit, weil hier überlegt werden muss, welche Bedeutung für Ubi die richtige ist. Eine falsche Wahl würde den Sinn des gesamten Satzes stark verzerren. Also vergeben wir auch hier einen Schwierigkeitspunkt, diesmal für den Sinn. Noch schwieriger ist Eos per provinciam nostram ita facere cunari. Die Konstruktion der indirekten Rede muss erkannt werden und das Genus Verbi des Deponens cunari. Hier liegen also gleich 2 Schwierigkeiten vor. Deshalb gibt es 2 Schwierigkeitspunkte. Auf diese Weise muss die Lehrkraft den gesamten Übersetzungstext Sinnabschnitt für Sinnabschnitt durchgehen und eine Gesamtpunktzahl festlegen. Das Gesamtergebnis sieht dann so aus. Nun geht es an die konkrete Korrektur. Das Gelingen einer Schülerübersetzung muss bewertet werden. Die Höhe der Punkte, die vergeben werden, richtet sich, wie in den Fachanforderungen für Schleswig-Holstein vorgegeben, nach der Sinnerfassung. Es muss gewährleistet sein, dass die Bewertung einer Klassenarbeit mit Positivkorrektur genauso ausfällt wie eine mit Negativkorrektur. Daher müssen folgende Maßstäbe beachtet werden. Umgekehrt können, wie bei der Negativkorrektur, auch Zusatzpunkte für eine besondere Übersetzungsleistung vergeben werden, wenn etwa, wie hier, eine besondere Akzentuierung vorgenommen wird oder auch eine besonders treffende Wortwahl vorliegt, etwas geschickt ausgelassen oder hinzugefügt wurde. Es wird dann ein Zusatzpunkt notiert, der nicht in der Gesamtbewertung der erreichbaren Punkte eingerechnet ist. Wie kann die Positivkorrektur nun im Klassenarbeitsheft notiert werden? Ein Beispiel. Für den Abschnitt sind insgesamt 7 Punkte vorgesehen. Aufgrund der mittelschweren Sinnabweichung ist es erforderlich, dass 3 Punkte weniger vergeben werden. Also notiere ich 4 von 7 Punkten. Daneben notiere ich, welcher Art dieser Fehler ist. Er setzt sich aus der falschen Übersetzung von cum, also einem Wortfehler, und dem falschen Kasus von id, also einem Formfehler, zusammen, w und f. Eine andere, semipositive Weise, die Punktzahl zu notieren, ist denkbar. Die 3 weniger vergebenen Punkte werden als Abzug notiert, -3. Daneben stehen wieder die Fehlerarten.
Auf diese Weise wird die gesamte Übersetzung Sinnabschnitt für Sinnabschnitt korrigiert. Die Gesamtbenotung erfolgt dann nach den Vorgaben des Leitfadens zu den Fachanforderungen. Fassen wir zusammen. Die Positivkorrektur sieht eine Bewertung nach Punkten vor, die pro Sinnabschnitt vergeben werden. Pro Wort, das übersetzt werden muss, gibt es einen Punkt. Hinzu treten ein oder zwei Punkte, wenn die Übersetzung besondere Schwierigkeiten enthält, entweder vom Sinn her oder von der Konstruktion her gesehen. Die Addition aller Punkte ergibt die maximal erreichbare Punktzahl der Klassenarbeit. Treten in der Übersetzung Fehler auf, werden je nach Grad der Sinnabweichung 1 bis 6 Punkte weniger vergeben. Zusatzpunkte für gute Übersetzungsleistungen sind möglich. Im Klassenarbeitsheft wird die Fehlerart angegeben und die Punktzahl entweder mit erreichter Punktzahl und Gesamtpunktzahl oder abgezogener Minuszahl angegeben. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen viele gute gelungene Klassenarbeiten mit wenig Korrekturarbeit.